Ja, moin zusammen. Heute wohl der letzte Teil mit dem Fabia. Heute geht er zum TÜV. Schon ein bisschen sauberer, schon ein bisschen besser aus. Ich konnte mir den Sonntag nicht verkneifen, den Wagen hinten schon mal sauber zu kriegen. Nochmal Licht an. So. Er ist jetzt hinten, ich denke, porentief rein. Ja, ist ordentlich was reingegangen. Auch die Lehnen von hinten. Ja. Da landet öfter mal ein Fuß drauf, ne? Das ist halt so. Die Vorderseite der Sitze habe ich jetzt noch nicht gemacht, damit die nicht feucht werden. Trocknet zwar alles sehr gut gerade im Moment, aber naja, auf jeden Fall die Rückbank ist schon sehr, 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 sehr viel besser. Ihr habt das gesehen, wie fleckig die vorher war, ne? Ja, ist ordentlich was rausgekommen. Sieht gut aus, denke ich. Ja, die vorderen Sitze haben es auch noch nötig, aber wie gesagt, das machen wir erst, wenn er beim TÜV war. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, der sieht aber auch aus, ey. Übel. Ja. Ja, und dann auch, ne, die Fußmatten habe ich schon sauber gemacht, deswegen jetzt gerade keine drin. Auch die mussten richtig, richtig übel sauber gemacht werden. Die Türtafeln hinten, da war auch einiges dran. Ich denke, das hat man in den letzten Videos gesehen. Ich denke, das lässt, kann sich wieder sehen lassen. Ne. Fenster noch sauber machen, das werde ich gleich nochmal eben machen. Zwei Standlichtbirnen vorne. Habe ich gesehen. Türtafeln ist auch eine Geschichte für nach dem TÜV. Ja, Standlichtbirnen noch. Was war noch? Das war's eigentlich. Dann ist er fertig. Dann geht's ab zur Hauptuntersuchung. 2 Jahre TÜV drauf und dann wollen wir mal sehen. Okay, meld mich gleich wieder. So, bevor wir zum TÜV fahren, machen wir noch den Klimaservice. Ist bestimmt auch schon länger nicht gemacht worden. Ist auf jeden Fall so gut wie nichts raus. Funktionierte ja auch einwandfrei, aber überprüfen, ne, ist besser. Außerdem kommt noch mal frisches Öl rein. Wir sind natürlich wieder bei Stefan, ne? Ja. Dieser Audi hier, den ich jetzt nur von der Seite zeige, hat 450.000 Kilometer runter. Sieht gut aus, ne? 450.000 Kilometer. 2 Liter TDI. Comrail. Hat was. Was haben wir noch Schönes hier? Muss mal aufpassen, dass ich hier keine Kennzeichen zeige. Ja, nicht meine Leute hier. So. Boden, 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 Boden. Ist er hübsch? Hier werden auch schöne Autos behandelt. Deswegen, die Fliesen in der Werkstatt sagen nichts über das aus, was die Werkstatt kann. Ein Mexiko-Käfer. Sogar Einspritzer. Wie mir gerade gesagt wurde. Einspritzer-Pendelachse. Ja, man findet keine Käfer mehr, also man sieht wirklich nicht mehr viele. Das ist schlimm, finde ich. Nicht reinfallen. Ja, jetzt wird das System geprüft. Vakuum draufgezogen. Aber wie gesagt, sollte in Ordnung sein, funktioniert ja auch. Nur halt einmal überprüfen, auffüllen und so weiter. Wenn dann alles. So, jetzt sind wir auf dem Weg zum TÜV. Klima läuft. Das kommt natürlich ins Checkheft. Absaugphase 522 Gramm Kältemittel war noch drin.
Ja, 550 gehören rein. Kann man mitleben. Ja. Okay, Klimaservice auch erledigt. So, wie man hier sieht, das übliche Gebäude, GTÜ, wir waren bei der Hauptuntersuchung. So, Fahrzeugschein wegnehmen. Ohne festgestellte Mängel. Der Wagen ist, wäre fast auf dem Schrott gelandet, mit ohne Mängel. Abgasuntersuchung bestanden, alles. Ich habe nichts weiter gemacht, ne? Ihr wisst ja, was ich gemacht habe. Das war's. So, jetzt düsen wir nach Hause und dann kriegt der Wagen noch seine Reinigung vorne. Und dann hat sich das. Damit wäre das Kapitel auch aber erledigt. Ich denke, wir werden heute richtig fertig mit dem Auto. So, wir haben ja alle gesehen, der Wagen hat den TÜV bestanden. Jetzt ist die Eruption soweit. Alter Schwede, hier geht die Welt unter. Wurde aber auch mal Zeit, dass die Luft gewaschen wird. Das war übel. Ah, da kommt die Sonne schon wieder von der Seite. Ja, ich versuche gerade ein Radio einzubauen. Sieht aber nicht gut aus, weil die Antenne hinten scheint wohl, also scheint nicht 100 Fuß kaputt zu sein. Das wird so nichts. Jetzt werde ich gleich mal schauen, ob ich irgendwo eine zusätzliche Antenne für den Innenraum kriegen kann. Das werde ich dann soweit verlegen hier drin. Und dann wird das ersetzt. Also die hintere Antenne. Ich mag diese Stabantennen da hinten noch nicht wirklich. Unser Land Rover hat zum Beispiel eine Scheibenantenne mit Verstärker. Perfekt. Ja, also besseren Radioempfang habe ich noch nie gehabt. Aber er hier, leider diese scheiß Stabantenne. Taugen nicht wirklich was. Ja. TÜV bestanden. Bin eigenermaßen glücklich, dass das so gut über die Bühne gegangen ist. Obwohl, so wirklich beeindruckt war ich jetzt auch nicht, weil ich weiß ja, wie der Wagen aussieht, was mit ihm los war. Ja, die vorderen Sitze müssen jetzt noch ein bisschen warten, weil ich muss draußen arbeiten an den Sitzen. Blöd. Wäre auch schön, wenn sie danach wieder trocknen. Aber es sieht im Moment nicht so aus, als ob hier irgendwas in Richtung trocken geht. Okay, ich glaube, ich besorge erstmal die Antenne. Ja, jetzt wollen wir auch langsam mal zum Ende kommen mit dem Auto. 2 Jahre TÜV haben wir jetzt. Und jetzt wollen wir mal gucken, dass wir die Sitze sauber kriegen. Ich mache einen Sitz für euch. Den anderen mache ich ohne Kamera. Ich mache den hier für euch. Also, werde auch gleichzeitig hier unten alles sauber machen. Und dann sehen wir, wie es hinterher aussieht. Ja, mit dem Sitz. Ja, ihr könnt die Rückbank ja auch gerne nochmal bestaunen. Ihr habt die ja gesehen in anderen Videos. Ja, TÜV-Bericht, Radio. So. Ja, die Flecken sind komplett weg. Poren tief rein, wie man so schön sagt. Ja. Was haben wir? Wir haben Türtafeln, haben wir, die ziemlich blöd aussehen. Die Oberseiten der Türen, logischerweise Staub, Dreck und so weiter. Was haben wir noch? Wir haben hier Staub etc. Ja, diverse Ablagerungen. Ja, erstmal werde ich den Fußraum hier unten saugen, damit nicht noch mehr durch die Gegend gewirbelt wird, wenn ich mit dem Tornado arbeite, weil das werde ich diesmal machen. Beziehungsweise es ist kein Tornado, ne? Es ist eine Kopie. Ja, okay. Dann sehen wir uns gleich wieder.
So. Das Ganze ist in der Zigarettenlänge eingewirkt, beziehungsweise hat eingewirkt. Den kennen wir schon. Ja. Wollen wir mal gucken, was da rauskommt. Gelegentlich ist einfach vielleicht mal besser, die Krempel sofort los wegzumachen. Ja, ich mache mal weiter. Schaue ich später dazu. So, wir haben ein Endergebnis. Ich denke, so kann sich der Sitz wieder sehen lassen. Keine Flecken, keine Ränder. Ja. Trocknen muss er noch. Aber ich denke, den anderen machen wir morgen. Wie man sieht, ist noch ein bisschen schlimmer. Als der hier war. Ja, wie gesagt, den ganzen Kram lassen wir jetzt noch durchtrocknen. So wie der da aussah, so roch das Auto auch. Deswegen, ne? Großer Kahlschlag. Ja, Armaturenbrett etc., Scheibenreinigung und so weiter mache ich ohne euch. Und nicht in diesem Video, aber in einem der nächsten gibt es den Link zu eBay. Den versteigere ich, den Wagen. Die Vorbesitzerin gefragt, ob sie ihn vielleicht zurückhaben will. Nein. Hat wohl offensichtlich irgendwie ein anderes Auto im Auge. Okay. Ich wünsche euch eine angenehme Woche. Bis zum nächsten Mal.